diesem Video schauen wir uns gemeinsam den Weitsprung an. Dies unterteilt sich in die Anlaufphase, in den Absprung, in die Flugphase und in die Landung. Der Anlauf soll als Steigerungslauf gesehen werden, um die Maximalgeschwindigkeit zu erreichen. Entscheidend ist hier die Länge des Anlaufes. Ist dieser zu kurz, erreicht man nicht die gewünschte Geschwindigkeit. Ist die Länge des Anlaufes jedoch zu lange, ist man erschöpft beim Abspringen. Die wesentlichen Punkte beim Absprung ist der Kopf, der Schwungarm und das Schwungknie. Der Kopf lenkt die Bewegung, das heißt, dass dieser nach oben und nach vorne gerichtet sein soll. Nach dem Absprung schwingen die Arme und die Beine nach hinten. Somit erlangen wir in eine Hohlkreuzhaltung. Am Ende der Flugphase leiten wir die Landung ein. Durch das Vorschwingen der Arme und der Beine kommen wir in eine Klappmesserposition. Als letzten Schritt beim Weitsprung schauen wir uns die Landung an. Beim Bodenkontakt gibt man in den Knien nach und schiebt das Becken nach vorne. Ebenfalls werden die Arme nach vorne geworfen, um nicht zurückzufallen. Ein Seitwärtsfall ist auch möglich.